So, dann ein herzliches Hallo. Schön, dass schon so viele dabei sind. Total krass. Ich freue mich. Hi Simone, ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist. Dann hole ich mal die Anja dazu. Wir haben ja heute angekündigt, dass wir unseren Livestream teilen. Und jetzt kommt gleich die Anja dazu. Wir warten einen kurzen Moment. Und da ist sie schon. Hallo. Na, das hat doch geklappt. Das hat geklappt. Die Fixierung hat geklappt. Die Anja ist da. Also jetzt kann es doch gleich mal losgehen. Wir haben schon 40 Leute dabei. Also unglaublich. Hallo aus Berlin. Hallo aus Mannheim-Nähe. Mannheim-Brühl. Und an alle, die natürlich jetzt dabei sind. So, ich will ganz kurz ein paar Worte sagen, was wir jetzt machen. Dann werde ich euch ganz kurz die Anja vorstellen und dann sagt die Anja noch ein paar Worte. Fangen wir mal so an. Genau, wir starten heute unsere erste Live-Serie zum Thema Corona-Hochzeit. Alle Fragen, die jetzt so anfallen, wollen wir mit euch, wenn möglich, besprechen. Wir haben uns überlegt, wie können wir als Online-Shop Thema Hochzeitsbereich euch jetzt in irgendeiner Weise supporten, euch Hilfestellung geben. Und da ist uns in den Sinn gekommen, dass wahrscheinlich eine Plattform, auf der ihr euch gemeinsam austauschen könnt, die Bräute untereinander, hauptsächlich werden jetzt Bräute dabei sein, vielleicht auch ein paar Dienstleister, aber die Bräute haben ja jetzt die meisten Fragen erstmal. Und wenn man sich so im Privatleben austauscht, findet man vielleicht nicht wirklich so das Verständnis beim ein oder anderen in der Familie oder bei den Freunden. Und deswegen haben wir gedacht, wir nutzen unsere Reichweite, die wir haben, und stellen die euch jetzt zur Verfügung, dass ihr euch austauschen könnt. Und genau das ist uns ganz wichtig. Diese Plattform hier soll wirklich eine Plattform für den Support sein. Die Nachrichten, die hören wir alle und die sind auch ganz schlimm und an denen können wir jetzt zum größten Teil nichts ändern. Deswegen, worum es hier geht, ist, dass wir uns Tipps geben, dass wir Empfehlungen geben, dass wir uns austauschen können, dass wir miteinander kommunizieren können. Deswegen hier bitte keine Panikmache oder natürlich dürft ihr eure Ängste äußern, ganz klar. Aber Fokus ist, lasst uns gemeinsam uns ein gutes Gefühl geben und helfen. So, sehr gut. Und die Idee, warum wir das Ganze auch teilen, ist, wir als Online-Shop sind ja nicht wirklich so direkt an euch dran, an euch Bräuten, aber natürlich die Dienstleister. Und ihr habt ganz bestimmte Dienstleisterfragen jetzt auch. Oder wie ist es eben in bestimmten Bereichen? Und wir haben jetzt schon thematisch die nächsten Tage abgedeckt mit verschiedenen Dienstleistern, Fotografie, Location, werden wir euch dann alles ankündigen. Und heute ist die Anja dabei und die Anja ist mein Herzensmensch und Sparringpartner und Begleiter. Wir kennen uns schon seit 10 Jahren. Die Anja hatte früher auch einen Hochzeits-Online-Shop, also eigentlich ein definitiver Mitbewerber und jetzt mein Herzensmensch. Und die Anja hat so viel Erfahrung im Hochzeitsbereich. Und das darf sie euch jetzt gleich mal kurz selbst erzählen. Und wir wollen heute so das Thema ein bisschen Mindset auch bearbeiten. Einfach so ein bisschen die positiven Vibes noch in diesen Livestream geben. Und jetzt, Anja, stell du dich mal ganz kurz vor, bevor die ganzen Fragen dann von euch kommen. Genau, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich merke auch, mir ist richtig warm hier, weil ich in einem geschlossenen Raum ohne Fenster aufsitze. Insofern muss ich, glaube ich, nochmal ändern gleich. Ja, mein Name ist Anja Grosche. Ich bin aus Berlin, hatte 12 Jahre selber einen großen Hochzeitsbrautausstatter und auch einen Online-Shop, wie die Tanja schon gesagt hat. Mein Mann und ich haben den zusammengeführt. Wir sind seit 2019, September, haben wir das Geschäft verkauft und sind seither dann als Coaches unterwegs, primär für Hochzeitsdienstleister, weil wir, wie gesagt, unsere 12-jährige Expertise zur Verfügung stellen wollen. Wir unterstützen auch Brautmodengeschäfte und gerade jetzt in der Zeit natürlich kommen alle Fragen bei uns an. Also wir haben durchgeglühte Telefondrähte momentan und insofern hoffen wir, dass wir ein bisschen hier Licht auch ins Dunkel bringen können und ein bisschen beruhigen können vor allem, weil
Ja, die Sorge ist natürlich für den schönsten Tag ist da, das ist gar keine Frage. Und das ist alles ganz, ganz doof gelaufen, wie es ist. Aber ich glaube, gemeinsam können wir für alles eine Lösung finden. Und insofern freue ich mich, dass ihr diese Plattform auch zur Verfügung stellt, um da ein bisschen Ruhe auch mal reinzubringen. Weil, wie gesagt, die Panikmache in manchen Medien ist, glaube ich, wenig förderlich, gerade für das sensible Thema, wie der schönste Tag im Leben mit der Hochzeit. Ja, insofern ran an die Fragen, würde ich sagen. Ran an die Fragen, genau. Die Hanna hatte ja heute Vormittag schon den Fragesticker aktiviert in der Story. Ich würde sagen, wir holen mal ein paar Fragen rein. Mhm. Dann schauen wir mal, was so war. Ansonsten dürft ihr natürlich jetzt auch gerne immer noch eure Fragen zwischendurch stellen. Und wir versuchen, gut es geht, zu beantworten. Wenn ihr natürlich wirklich spezifische Fragen habt, ist es für uns jetzt auch schwer. Also wir können jetzt wirklich nur, wir versuchen unser Bestes zu geben. Aber wie gesagt, wenn es jetzt auch zum Beispiel so Fotografiefragen sind oder rechtliche Geschichten, da kommt am Freitag noch jemand dazu, da haben wir dann auch wirklich speziell nochmal die Dienstleister dann da. Und wir müssen auch sagen, dass es länderspezifisch ja leider auch so viele Unterschiede momentan gibt. Es war halt keiner vorbereitet auf das Ding und insofern ist es auch, also merken wir, weil wir haben mit verschiedenen Bundesländern auch mit Dienstleistern zu tun, ist es da halt auch komplett anders. Und was in Berlin gilt, gilt teilweise nicht in Brandenburg und insofern, ja, wir schauen aber, dass wir, wie gesagt, trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Genau. Ich mache jetzt schnell das Fenster nochmal auf insofern. So, also, muss mal ganz kurz fragen, Anja, siehst du die Fragen jetzt auch nochmal? Nein, ich sehe jetzt gerade nichts, also nur so die Kommentare. Okay, dann ich lese jetzt mal eine Frage vor. Zum Beispiel wird gefragt, die Hochzeit ist jetzt am 15. Mai, abwarten oder verschieben? Ja. Ach ja, jetzt sehe ich ihn auch. Okay, so. Wir müssen ein bisschen üben, sorry. Genau, kein Problem. Machst du den weg noch, Tanja? Oder was ich mache den jetzt weg. Ja, genau. So, genau. 15. Mai. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil es wirklich sehr, sehr kurzfristig ist. Die Anja und ich, wir haben uns vorhin natürlich schon mal die Fragesticker so ein bisschen angeschaut im Vorfeld, was kam. Und wir haben gesagt, theoretisch könnten wir es uns so vorstellen, im Moment ist es ja gerade wieder so ein bisschen so eine heiße Phase, kommt noch was oder es kommen jetzt wieder wichtige Entscheidungen, die verändert sind für irgendwelche Regelungen. Von dem her war unser Gedanke, dass man vielleicht jetzt wirklich die Mai-Hochzeit noch 1 bis 2 Wochen mal noch abwartet und je nachdem, was dann für Entscheidungen kommen, dass man dann eben die Entscheidungen trifft, was man fällt. Wir haben uns noch so ein paar Ideen für später, das sagen wir euch dann, was wir noch so als Ideen gesammelt haben. Genau, Anja, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen. Ja, ich würde das auch, also gerade so die Sachen, die bis 15.5., 20.5. gehen, die würde ich wirklich ganz eng in Absprache mit der Location bestimmen, weil also bei uns sind in Berlin die Läden zum Beispiel bis 19.4. oder wie, glaube ich, fast überall bis 19.4. geschlossen. Danach denke ich, dass auch Veranstaltungen wieder eingeschränkt möglich sein werden. Aber da würde ich wirklich ganz, ganz eng mit der Location dran sein. Ich denke, es ist in aller Interesse, also auch in dem Interesse ja der Location, dass der Termin, also dass die Termine wie geplant stattfinden. Aber das ist wirklich noch ganz heiß vom Termin, würde ich sagen. Also da wirklich ganz, ganz eng in die Kommunikation mit den Locations gehen. Was wir auch noch gesagt haben, ist einfach, dass auf jeden Fall, und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist jetzt, sage ich mal, egal, wann das Datum jetzt ist, macht euch jetzt schon mal einen Plan B. Also wirklich überlegt euch, es ist auch wieder von Bundesland zu verschieden. Es ist ja auch wieder, bis wie viele Personen darf man feiern? Darf man private Feiern überhaupt feiern? Manche sagen bis zu 100 Personen, dann ist es wieder bis zu 50 Personen. Es ist wirklich so unglaublich, Unterschiede gibt es da. Mhm. Deswegen macht euch vielleicht wirklich auch verschiedene Pläne sozusagen, auch wenn sich das ein bisschen doof jetzt anhört, aber vielleicht so bis 100 Leute, bis 50 Leute, dass ihr wirklich Alternativen habt,
je nachdem, wie die Entscheidungen sind, wie ihr feiert, wenn ihr euch für die Feier entscheidet. Ich meine, natürlich, es gibt ja mehrere Optionen. Eventuell sagt ihr, wir wollen die Hochzeit verschieben, oder ihr sagt, wir stornieren sie komplett dieses Jahr. Die Option gibt's ja auch. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und wisst ihr, was das Lustige ist? Unser Motto vom Jahr Hochzeitsshop ist ja, es ist ja alles immer so nach außen Hochglanz und es wird immer alles so toll gezeigt. Und natürlich, die Hochzeit soll unglaublich unvergessen sein. Aber wenn wir alle ehrlich zu uns sind, wissen wir, es ist nichts perfekt. Und genau dafür steht auch der Jahr Hochzeitsshop. Es soll einfach doch alles authentisch sein und versucht diese Situation, so wie sie jetzt ist, anzunehmen. Hm. Wir können nichts ändern gerade. Die Situation ist, wie sie ist. Was bringt's uns Gutes? Versucht vielleicht mal da ein bisschen nachzudenken. Ich weiß es, es ist schwer. Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt auch, die hat jetzt leichtes Sagen. Vielleicht ganz kurz, eigentlich rede ich nicht privat, aber ich hatte auch keine schöne Hochzeit und habe dafür nach 10 Jahren ein Revival gefeiert. Ja, ich lese auch gerade hier, dass eure Ringe teilweise schon graviert sind. Mhm. Lest euch mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, unsere 8 Tipps durch. Die Hanna, da hat sie heute Mittag nochmal gepostet. Und da steht auch was ganz Schönes, zum Beispiel mit den Ringen drin. Mhm. Das vielleicht soll es so sein. Und auch genau diese Geschichte dürft ihr irgendwann euren Enkeln erzählen. Und ganz sicher haben nicht so viele die Möglichkeit, so eine Story ihren Enkeln irgendwann zu erzählen, was ihr erlebt habt. Das ist ein Teil eures Lebens. Und versucht, das einfach anzunehmen. Ja. Diese Situation ist euer Leben. Das gehört jetzt einfach dazu. Was ihr jetzt daraus macht, das ist jetzt eure Entscheidung. Genau, und ihr dürft was ganz Tolles daraus machen, auch wenn es nicht so geplant war, wenn es einfach anders ist. Manchmal, also ich hab auch den Tipp schon teilweise weitergegeben, ist wirklich, wenn dieses Datum, für manche ist ja auch dieses Datum halt ein ganz besonderes, warum sie sich das ausgesucht haben, dort zu heiraten, dann, wenn es für euch beide, also für euch als Paar so wichtig ist, dann geht zu zweit zum Standesamt, solange es noch möglich ist. Also momentan ist es ja noch möglich, kann sich auch alles ändern. Aber dann seid ihr an diesem Tag verheiratet und dann schiebt die Feier nach hinten. Ich möchte auch so ein bisschen in die Bresche springen, vor allem für die Dienstleister, weil halt immer Absage oder Verschieben. Bitte, bitte, sagt nicht eure Dienstleister ab. Bei euch ist es eine Hochzeit, beim Dienstleister, der sich mit Leidenschaft den Hochzeiten verschrieben hat, sind es seine Existenzen in der Hinsicht. Und ich habe viele, viele Partner, viele Freunde auch, die wirklich in richtigen, dollen Existenzängsten jetzt sind, weil die Paare jetzt vor Panik halt sagen, dann mache ich gar nichts. Also so, aha, manche sind ja auch ein schlechtes Omen vielleicht oder keine Ahnung. Also bitte, bitte, wenn verschiebt, und es wird jeder Dienstleister, das also kann ich euch garantieren, aus dem Kreis, aus dem ich jetzt hier komme, mit Leuten, die ich spreche, die machen alles für euch möglich, was geht. Und insofern, dann werden wir wahrscheinlich ganz viele Herbst- und Winterhochzeiten haben. Und ich habe eine Location gehabt, die hat ein Shooting letztes Jahr gemacht, das Schloss Vulko, und das wird eine ganz tolle Winterhochzeit dann werden. Also wie Tanja sagt, seht es als Chance und ihr habt die tollste Geschichte in dem Sinne für eure Familie, für eure zukünftige, die ihr haben könnt. Und auch das verkehrte Hochzeitsdatum vermeintlich ist dann ein Teil davon in der Hinsicht, wenn ihr dann halt an einem anderen Termin seid. Ich sehe auch ein paar Mal, Tanja, dass viele Sorge haben, so August, Juli ist hier teilweise auch drin. Also ich glaube, da würde ich euch erstmal beruhigen und würde ich auch sagen. Ganz, ganz normal in Anführungszeichen weitermachen in den Planungen, so gut, also sprecht euch mit euren Dienstleistern auch nochmal ab, das kann ich immer eh nur empfehlen, dass ihr wirklich ganz engen Kontakt jetzt haltet mit euren Dienstleistern, das ist in aller Interesse und gerade auch, also ein Fotograf oder eine Location, die machen sich in ihrem spezifischen Bereich ja auch gerade fit, was möglich ist, wann was möglich ist und so. Und das sind dann halt auch die besten Ansprechpartner für euch, was möglich ist in Sachen Termin etc. etc. Also insofern, ja. Ja, also zu den Dienstleistern will ich auch noch unbedingt was sagen.
wir sind ja alle in der gleichen Situation, wisst ihr? Und für euch ist es, wie gesagt, dieser ganz, ganz besondere eine Tag im Leben. Aber wie gesagt, er kann auch anders verlaufen, wie man ihn sich vorstellt. Aber man hat Möglichkeiten, das Beste draus zu machen. Die Dienstleister, es ist gar, ich will das nochmal kurz aufgreifen, was die Anja gesagt hat. Es ist ganz wichtig. Wir hören auch so viel immer jetzt das Thema Kosten. Das ist natürlich ganz klar für euch alle jetzt der Fokus auch noch dazu. Ja, also verliere ich Geld und die Dienstleister haben Existenzängste bei uns auch im Shop. Unsere Bestellungen sind auch extrem zurückgegangen. Ja, also wir fangen Kurzarbeit an, jetzt nur ganz kurz aus unserer Situation gesagt. Also wir müssen alle wirklich kämpfen, dass wir diese Situation überstehen. Aber was ist unser Ziel? Wir wollen das alle gemeinsam schaffen. Wir, genau. Der Hochzeitsshop, wir kämpfen so darum, sage ich euch, dass wir weiterhin für euch da sein können. Deswegen bieten wir zum Beispiel jetzt auch so eine Plattform an, wie das, was wir noch nie gemacht haben, ja. Aber einfach, wir suchen Chancen und versucht wirklich mit euren Dienstleistern. Ihr habt doch genau diese Dienstleister ausgesucht, weil ihr diese Dienstleister haben möchtet. Ja. Versucht nicht zu stornieren. Versucht einen Weg zu finden, dass ihr verschiebt, umbucht, irgendeine Alternative sucht. Überlegt es euch, wenn ihr sagt, ihr seid flexibel und geht in den Herbst, Winter rein. Bestimmt sind vielleicht in den Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag Locations frei. Die Dienstleister haben noch Kapazitäten frei. Somit habt ihr eure Hochzeit noch. Die Dienstleister haben keine Ausfälle, sondern nehmen das Geschäft auch noch mit, auf das sie ja wirklich angewiesen sind. Wir sind alle darauf angewiesen. Ich hoffe auch, dass unsere Saison einfach dieses Jahr weitergeht und nicht im September aufhört. Ja, dass ihr weiter fleißig bestellt und wir wieder loslegen können. Und das ist das Ziel für uns alle, dass wir einfach alle davon profitieren. Auch wenn die Situation vorhin hat, ich weiß jetzt nicht mehr, sind so viele Kommentare her, hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, was ich aus so einer Situation Tolles sehen soll. Weißt du genau, weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, muss nur mal schauen. Genau das ist jetzt deine Einstellung dazu. Versuch sie zu ändern. Du kannst an der Situation nichts ändern. Nehm sie an. Nehm sie an. Mach das Beste daraus. Genau. Wir alle müssen sie annehmen. Und wenn du dich ständig damit jetzt beschäftigst, was du da jetzt dran Tolles finden sollst und die Worte, natürlich muss nicht jeder einer Meinung sein und auch was ich jetzt nicht sage, ist Gesetz, absolut. Aber es erleichtert dir vielleicht diese Situation einfach doch schön zu machen, weil stell dir mal vor, du feierst deine Hochzeit, wie auch immer, es ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, kann es ja jetzt gar nicht mehr werden, vielleicht sind es weniger Leute, vielleicht ist es eine andere Location. Und wie nimmst du dann diesen Tag an, wenn du das nicht akzeptiert hast, dass es anders ist? Wenn du nicht völlig frei da reingehst und sagst, das ist einfach jetzt meine Hochzeit. Ich verstehe das, es ist, als ich geheiratet habe, war das auch mein größter Wunsch damals, dass es perfekt wird, aber deine Gedanken, die bringen dir leider dann, ja, wie soll ich denn das sagen, der Tag kann gar nicht perfekt werden. Ja, also der kann deine Erwartung, das wird einfach nicht so sein. Es wird öfter mal was passieren, was unvorhergesehen ist. Also wir haben ja auch ganz zu Anfang unserer Laufbahn habe ich als Hochzeitsplanerin gearbeitet, 3 Jahre lang und habe Paare begleitet und ich habe immer gesagt zu meinen Paaren, du kannst es so gut es geht planen und alle Eventualitäten da in deinen Plan halt reinbringen. Aber gegens Wetter zum Beispiel oder wenn plötzlich irgendeine Situation ist, dass ein Auto liegen bleibt oder so, das kannst du halt einfach nicht planen. Und dann ist es, wie du sagst, die Erwartungshaltung halt, dass alles perfekt läuft, ist da dann ein bisschen hinderlich in der Hinsicht, die Blick. Also je gelassener man da reingeht, desto besser wird es. Also insofern, ihr heiratet den Menschen, den ihr liebt. Also ich glaube, da schrieb eine Hochzeitsfotografin, es geht im Grunde nur um euch zwei und die Liebe. Ja. Und das solltet ihr euch immer sagen. Euer Partner ist weiterhin an eurer Seite und ihr findet jetzt einen Weg, wie ihr diese Liebe besiegen könnt. Vielleicht in einer anderen Art, die ihr geplant habt. Und Und ich wollte jetzt auch noch mal ganz kurz auf den Kommentar von die Hochzeitsfotografin eingehen. Das fand ich jetzt schön, was sie geschrieben hat. Ja. Und Anja, du hast es ja auch aufgegriffen. Ja. Und gerade für die Paare, wo wirklich
der Ring schon graviert ist, wo jetzt wirklich die Hochzeit im April, Anfang Mai ist, wo jetzt eigentlich vielleicht fast klar ist, dass es jetzt nicht so ist. Ich muss noch mal kurz auf diese 8 Tipps zurückkommen. Ja, lest sie euch durch, gut. Das war so schön geschrieben, ja. Unsere Grafikerin, die Julia, hat dann gestern, die hat es verfasst und hat dann geschrieben, feiert diesen Tag trotzdem, ja. Zu zweit, verkriecht euch nicht im Bett, seid nicht traurig, ja. Sondern sie hat geschrieben, hüpft durchs Wohnzimmer, tanzt und singt und macht diesen Tag auch besonders und überlegt ja. Euch einfach, in wie vielen Jahren ihr darüber lacht, weil die Hochzeit, die findet doch in irgendeiner Weise, so wie sie stattfinden sollte, schon wieder statt. Ja, aber diesen Tag, dass ihr diesen Tag traurig feiert, das wäre doch viel zu schade, weil eigentlich geht es nur um euch zwei. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, wie finden denn die meisten Hochzeiten statt? Die meisten Hochzeiten werden so geplant und ganz oft ist es so, dass das Brautpaar sich an der Hochzeit am wenigsten sieht, wenn man mal ehrlich ist, ja? Und vielleicht soll auch das jetzt einfach so ein bisschen zur Besinnung kommen. Das ist der Tag für euch als Paar. Nicht der der Gäste, nicht der der Oma, nicht der der Mutter, der Tante, die das will und die Sitzordnung soll so ein. Es ist euer Tag. Genau. Und wenn er halt jetzt einfach anders sein soll, vielleicht besinnt ihr euch einfach ein bisschen mehr daran. Also, ich weiß, es ist einfach gesagt, aber es soll ja natürlich jetzt heute auch wirklich um ein paar positive Vibes gehen. Ja. Genau. Und einfach so ein bisschen. Aber Anja, wir müssen noch ein paar Fragen beantworten. Ja, genau. Ich guck mal schnell nochmal. Ja. Okay, wir machen mal kurz hier. Bis wann muss ich eine Entscheidung treffen, ob die Hochzeit verlegt werden muss? Haben wir ja theoretisch eigentlich jetzt so ein bisschen abgearbeitet. Genau, also klärt, ich würde, wie gesagt, die nächste ein bis anderthalb Wochen auf alle Fälle also erstmal gucken und abwarten. Und ansonsten, wenn nicht eh jetzt schon die Entscheidungen getroffen sind, dass bis Ende April zum Beispiel von der Location ausgesagt wurde, das können wir nicht garantieren, dass die Feiern stattfinden. Da wirklich bis dahin erstmal gucken, also eine Woche, anderthalb mal Luft und Raum geben, damit sich das auch alles, wie gesagt, regulieren kann. Und dann in ganz engen Kontakt erstmal mit der Location auf alle Fälle gehen und da besprechen, wie das weitere Vorgehen und auch ein Plan B sein kann. Weil ihr könnt euch einen Plan B ausdenken und schon Termine wälzen und dies und das und eure Familien schon benachrichtigen. Und wenn die Location dann aber diesen Termin gar nicht in irgendeiner Weise realisieren kann, dann wäre vielleicht eine zweite Enttäuschung da. Also da wirklich immer zuerst mit euren Dienstleistern sprechen. Auch bei den Brautkleidern ist ja ein ganz großes Thema. Wie komme ich an mein Kleid? Sind die Änderungen halt für Junibräute zum Beispiel oder sowas, wo die Hochzeit, denke ich mal, stattfinden wird, ganz regulär? Passt das mit den Änderungen und sowas? Also momentan kann ich so aus den Häusern halt geben, dass es kein normaler Publikumsverkehr halt mehr ist, also es finden keine Anproben mehr statt, aber die Schneiderinnen, die arbeiten auf Hochtouren trotzdem durch, dass die Kleider fertiggestellt werden und es kann halt dann nach Absprache auch ein Abholtermin oder auch ein Schneidertermin stattfinden. Also insofern auch da dann mit euren Brauthäusern einfach sprechen und will ich auch noch mal ein bisschen zu bedenken geben, also in der Regel seid ihr nicht die Einzigen dann bei euren Dienstleistern. Habt da auch ein bisschen Geduld mit den Antworten. Also ich weiß von vielen, die haben eine Flut an Telefonaten, die haben eine Flut an E-Mails. Auch da ein bisschen Geduld haben, auch wenn es total schwerfällt. Und wie gesagt, ich weiß, dass alle Dienstleister, die ich kenne, mit ihren Brautpaaren genauso mitfiebern, als wenn es ihre eigene Hochzeit wäre. Und insofern einfach ein bisschen Geduld und Verständnis haben. Das würde, glaube ich, für alle Seiten helfen. Vielleicht können wir auch einfach mal ganz kurz, könnt ihr mal beantworten, kurz in den Kommentar schreiben, wann ihr heiratet. Also es muss jetzt nicht Datum genau, einfach nur der Monat, Juni oder so. Und dann, was eure Idee ist. Abwarten, verschieben, stornieren. Einfach mal, dass wir mal so sehen, wie ist denn so euer Gedankengang momentan? Das wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn ihr da mal ein bisschen was reinschreibt, dass wir sehen, ja,
Womit beschäftigt ihr euch jetzt gerade? Ich sehe gerade, Tanja, hier ist eine Frage. Ja. Was, wenn die Anproben jetzt die nächsten Wochen gewesen wären, habe noch kein Kleid und wie es aussieht, keine Location mehr. Wie sollten wir da vorgehen? Das ist eine gute Frage in der Hinsicht, wann dein Termin eigentlich wäre. Ich weiß von einigen Häusern, dass sie nach der Schließzeit sozusagen, also Princess Dream zum Beispiel hat das, glaube ich, heute bei der Story gepostet, dass sie Abverkäufe machen. Teilweise haben die Häuser ja nur Musterkleider da, aber gerade in dieser Situation wollen viele auch ihre Muster verkaufen. Heißt, du könntest das Kleid dann auch gleich mitnehmen und hättest keine Bestellzeit. Also insofern, ja, da denke ich mal, wird es bei vielen Häusern auch besondere Regeln geben. Oder von den Herstellern vielleicht werden noch Sachen zur Verfügung gestellt, schneller mit Express oder sowas. Also da wirklich im Einzelfall gucken, wann auch die entsprechenden Daten dann halt sind. Aber da, du wirst auf alle Fälle ein Kleid finden. Da bin ich mir ganz sicher. Was ist okay, genau mit Größe 44, 46. Anja, da kennst du dich aus. Schwierig leider. Ja, ich gebe zu, manche Brauthäuser sind nicht so gut ausgestattet in 44, 46, aber so was im letzten Jahr und diesem Jahr es haben viele, viele eine Curvy-Line mit reingenommen in ihr Sortiment. Also insofern auch da bin ich zuversichtlich, dass du ein Kleid finden wirst. Liebe Juli, Esther. Also ich habe jetzt mal so mitgelesen, während du gesprochen hast, Anja. Die meisten sind tatsächlich, die jetzt geantwortet haben, im Juni, Juli und schreiben, dass sie abwarten. Das war jetzt so der Gro. Finde ich auch total, total richtig. Also ich lese gerade noch einen Kommentar. Moment, das mit der Location macht mir mehr Sorgen, da eine neue auf den gleichen Termin zu finden schwierig wird. Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben ja jetzt auch die nächsten Tage eine Location da. Vielleicht kann die euch wieder Tipps geben von anderen Mitbewerbern oder ob die irgendwie Ideen haben. Deswegen, das ist vielleicht jetzt nicht Anjas und mein Fokus. Ja. Vielleicht wäre das einfach gut, wenn ihr da bei dem Live bei der Location nochmal mit reinklickt. Und vielleicht haben die ganz tolle Tipps. Schauen wir mal. Ja. Aber mit dem Warten mit Juni finde ich jetzt, oder wahrscheinlich Anja, du auch, vom Gefühl her jetzt erstmal die richtige Entscheidung. Ja, auf alle Fälle. Hier schreibt jemand, unsere Hochzeit ist am 13.06. Ich weiß nicht, wie lange wir warten sollen. Ich würde tatsächlich, ja, auch wenn es schwerfällt, Anfang Mitte April. Also vorher wird definitiv, denke ich mal, keine Regelung gefunden werden. Und insofern würde ich bis dahin auch warten. Aber auch da kontaktiere jetzt schon eure Location und fragt nochmal nach, wann ihr das nächste Mal sprecht. Also, weil wie gesagt, jede Location ist da wirklich auch am Gucken, was sie wann realisieren kann. Und insofern ganz enger Kontakt mit eurer Location würde ich da empfehlen. Ich lese jetzt gerade hier Toffifee, 15.05. Das ist natürlich jetzt so ein Datum, ne? Das steht jetzt kurz bevor. Das ist natürlich jetzt schwierig, gebe ich total zu. Und da wüsste ich jetzt auch nicht so wirklich. Da würde ich auf jeden Fall das mit diesem Plan B in verschiedenen Versionen mir überlegen, ob du wirklich sagen kannst, okay, ich mache mir mal wirklich vielleicht zwei Pläne, dass ich wirklich die Gästezahl reduziere, je nachdem, was zu dem Zeitpunkt erlaubt ist, ob die Location auch offen ist, ne, dass ihr rein könnt. Also da würde ich wirklich, ich glaube, in den nächsten zwei Wochen entscheidet sich noch mal einiges und dann ist man noch mal, hat man vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr Sicherheit wieder. Planungssicherheit, ja. Wenn man das so sagen kann. Aber da würde ich auf jeden Fall mir schon Alternativen suchen und auch wirklich immer das, was die Anja gesagt hat, den offenen Kontakt mit den allen Dienstleistern, die dazugehören. Ganz, ganz wichtig. Ja. So, ich würde gerne mal euch noch kurz fragen, ob das generell für euch, ob ihr das toll findet, so eine Plattform zu haben, wenn, ich hoffe natürlich, und wenn
auch noch besondere Wünsche sind. Also wir haben jetzt eine Traurednerin dabei, es kommt ein Fotograf, es kommt eine Location. Ich weiß jetzt, irgendwas habe ich vergessen, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wenn sonst noch irgendwie was bei euch im Kopf ist, wo ihr sagt, diesen Part von Dienstleister hätte ich gerne noch dabei, schreibt es uns gerne. Dann gucken wir, dass wir da auch noch ein Live machen können. Und ansonsten gebt uns gerne Feedback, ob euch das jetzt auch so ein bisschen geholfen hat, ob wir ja euch da jetzt so ein bisschen supporten können, ob ihr, ach ja, hier, die Hanna ist gerade online. Hanna, Lisa haben wir hier vergessen, natürlich. Brautstyling, auch ganz wichtig. Die kontrolliert, ob das die Chefin gut macht hier. Normalerweise macht ja alles die Hanna. Aber die Hanna macht auch live, dann gucke ich zu. Ja, genau, also das würde uns natürlich ganz arg freuen, wenn wir euch da einfach ein bisschen unterstützen können in dieser Art und Weise. Und ja, ansonsten... Hast du noch Fragen, waren noch? Also waren, glaube ich, alle, die waren ziemlich ähnlich. Die sind alle ähnlich, genau. Also wenn jetzt irgendwie eine ganz explizite Frage ist, stellt sie gern nochmal. Aber ansonsten sind eigentlich im Grunde genommen alles die gleichen Fragen gewesen. Genau, super. Genau, bei mir wird es schon dunkel, man sieht mich kaum. danke, Hanna. Okay, ansonsten, vorhin hat jemand noch gefragt, das hatte ich gesehen, ob wir das Live-Video, wie heißt es, noch online stellen? Streamen, genau, machen wir. Ihr könnt es noch sehen und könnt es euch im Nachgang gerne nochmal anschauen. Genau. Und wenn jetzt keine Fragen mehr kommen. Wenn auch Dienstleister oder so noch sind, stehen wir auch gerne zur Verfügung, wollte ich noch sagen. Oder auch für Bräute. Also insofern, wenn ihr Fragen habt, einfach Bescheid geben. Wir tun unser Möglichstes, also sowohl der Hochzeitsjob als auch wir da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und wie Tanja gesagt hat, finde ich, ist denkt immer better together und stay strong sind so ein Hashtag, die ja jetzt gerade sehr hochkommen. Und ich finde es wirklich ganz fantastisch, was es auch Gutes bringt, nämlich den Zusammenhalt. Also insofern, stay strong. Ja. Okay, meine Lieben, dann, Anja, hat mich das ganz arg gefreut, dass wir zwei unseren ersten Livestream zusammen hatten und das technisch auch geklappt hat. Und dann speichern wir das Ganze jetzt mal, wünschen euch noch einen schönen Abend, würden uns ganz arg freuen, wenn ihr die nächsten Lives mitkommt. Die Hanna wird euch immer schön die Daten sagen und um wie viel Uhr es stattfindet, deswegen könnt ihr euch das dann immer schön vormerken. Ja. Einen schönen Abend noch. Einen schönen Abend für euch. Tschüss. Tschüss aus Berlin.